Yo Leute, willkommen zurück bei der Pate, die Don-Edition. Beim letzten Mal haben wir hier aufgehört und ja, wir haben gesehen, dass also Monk der Verräter war und wir haben den ja getötet für die Familie. Jetzt geht's weiter, Leute. Wir müssen jetzt zum Anwesen fahren, also mit Tom reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt anfängt mit dem XL-Part, Leute. Das weiß ich jetzt nicht. Weil das ja mit der Zeit, ihr habt das ja auch. Also bei meinem letzten Part habt ihr das gesehen, wegen der Monk-Sache, dass das mit Urzeit war, dass wir den finden müssten. Boah, fahr doch, ey. Ja, wir müssen den finden und war das mit Zeit. Und ich glaube schon, dass da jetzt Missionen kommen, dass wir auch dann mit Zeit spielen müssen. Deswegen ist das auch, glaube ich, dann ein XL-Part. Mal schauen, Leute. So, erstmal. Ja, den Wegpunkt wegmachen. Boah, ey, ich wollte den Wegpunkt nicht machen. Genau. Fahren wir zum Anwesen. Wenn wir keine Mission mehr haben, dann werde ich versuchen, New Jersey zu bekommen. Also nicht alles. So Lagerhäuser werde ich noch nicht machen. Was war das jetzt? Das meine ich, Leute. Oh, jetzt weiß ich, was jetzt kommt. Sal, Tom, der Boss lässt euch sagen, er kommt in einem anderen Auto nach. Ihr sollt schon vorausfahren. Aber das kann er doch nicht machen. Er vermasselt mir ja das ganze Arrangement. Das hat er aber gesagt. Ich fahre auch nicht mit Sal. Ich fahre auch nicht mit Sal. Sag Mike, es war rein geschäftlich. Ich habe ihn gern gehabt. Er versteht das. Tessio hat Michael verkauft. Die Barzinis wollen ihn in Tessios Wohnung in Brooklyn töten. Wie ist der Plan? Triff dich mit Willy Chichi in der Nähe von Tessios Wohnung. Die werden nichts merken. Willy erklärt dir dann alles Weitere. Ja. Ach so, die fahren jetzt voraus, ne? Ja, Leute, Tessio ist der Verräter. Von denen haben wir eine Mission schon mal bekommen. Ich weiß schon alles hier. Von daher. So, die fahren jetzt ein bisschen schneller als ich. Ne? Die sind schon weg. Ich glaube, das ist aber nicht mit Zeit, ne? Dann ist das gut, Leute. Wenn wir was finden, werde ich nach dann versuchen zu holen. Ein paar Läden übernehmen. So, in Brooklyn wohnt der, ne? Ja. Eigentlich kann ich das auch so machen. Wir können zu unserem Apartment fahren und dann mit dem Telefon direkt dahin. Ach komm, wir fahren dahin, ey. Warum nicht? Hey, willst du einen Laden hochnehmen? Ja. Soll ich diesen Laden mitnehmen? Komm. Wenn er schon hier ist. Machen wir, ey. Weil da steht die ganze Zeit dieses Tee und das Meer. Achso, da drin ist das. Also bei der PlayStation 2 Version gab es dieses sowas auch nicht. Wo sind die Idioten jetzt? Oh, schicken sie euch jetzt schon im Rudel? Ja. Mann, sie machen ja alles kaputt. Du machst ab. Passen oh, Sie auf. Perfekt. So, ich will ein bisschen mehr Geld. Du solltest. So, das reicht. Machen Sie es sich nicht unnötig schwer, zahlen Sie. Sie haben gewonnen. Ich zahle. So, und weg hier. Wir haben den Laden. Kommst du mit? Ich glaube, mein Auto, mein Wagen explodiert gleich. Ja, wenn ich so weitermache, ja. Oh, unser Rekrut ist auch fast tot. Egal, wir bekommen bestimmt gleich eine Flasche. Eine Flasche. Boah, irgendwann muss ich diese LKWs dann auch übernehmen, ne? Weil die geben schon ein Taui, glaube ich. Oder ein 5000. Mal schauen. Irgendwann muss ich das mal machen, Leute, weil wir brauchen bald Geld sehr viel, ne? Ich spare jetzt erstmal. Ich spare jetzt für den Tommy Gun.
Ich habe mir überlegt, ich hole mir lieber den Tommy Gun anstatt die Schrottflinte, weil die Schrottflinte, bis er das nachgeladen hat, ey, dauert schon ewig, ne? Und den Tommy Gun können wir dann viel schneller töten und wir haben auch mehrere Munition dann. Das ist das Ding. So, hier rein. Ja, alles frisch und jetzt sind die auf dem Tisch. Ja, da sind wir. So, rein geschäftlich. Don Vitos Tod scheint die Colionus geschwächt zu haben. Ja, Don Vito ist gestorben, Leute. Ich weiß auch wie, aber das haben die jetzt nicht gezeigt. In dem Film seht ihr das nur. Tessio unterbreitet Michael ein Angebot von Barzini. Es ist, wie der alte Don vorhergesagt hatte. Derjenige, der das Angebot überbringt, ist der Verräter. Tessio plant angesichts der Schwäche der Familie seine eigene Zukunft. Ja, das ist falsch. Der hat uns verraten. Geh hinter Cell. Ich bin direkt hinter ihm. Wenn wir wissen, wie viele es sind und wir nah genug dran sind, eröffnen wir das Feuer. Tessio ist also ins Kreuzfeuer geraten. So könnte man es auch sagen, ja. Aber immerhin hast du in der Hölle Deckung. Okay, gehen wir. Bleib dicht hinter mir. Ja, ich benutze die Tommy Gun. Jetzt versucht er sowieso abzuhauen, ne? Jetzt! Warum guckt ihr den an? Das war wirklich bescheuert, Leute. Wir sind voll. Das ist 100%. Okay, Jungs! Geben wir ihm den Rest! Boah, ich hasse das, wenn das mal bei mir passiert. Ne? Hallo, angucken. Wir haben sogar Geld verloren, ne? Oh, ich hasse sowas, ey. Wieso gucke ich meinen eigenen Mann an? Diesen Willi. Und dann sind wir gestorben. So bescheuert war das wieder, ne? Nur bei mir passiert sowas. Scheiße. Hey, mach keinen Scheiß! Hallo, ich bin noch nicht da. Lass sie nicht entkommen! Jetzt haben wir ihn! Los, gib ihm den Rest! Ich hab ihn! Schießt! Ha! Du machst einen großen Fehler! Ich muss aufpassen, hier kommt jetzt jemand bestimmt wieder. Boah, ich bin getroffen! Scheiße! Alter! Wir haben so viel Geld jetzt verloren, ja, wir haben Taui verloren, aber ist auch egal. Ich mach das anders. Ich werde die erstmal umbringen, dann gehe ich von der anderen Seite rein und mache ich die fertig, ey. Was soll das Scheiß? Was machst du da? Was machst du da? Jo, Hälfte Leben ist wieder weg. Ja, ich habe auch voll die falsche Waffe gehabt. Ja, das nervt. Ich gehe jetzt von hier. Schrecklich. Boah, ist das jetzt Karma oder so? Keine Ahnung. Warum sterbe ich die ganze Zeit? Das ist bestimmt unser 10. Tod oder mehr. Auf jeden Fall mehr, Leute. Ich glaube 11, 12. Ja, ich kann nichts dafür mit meiner Waffe. Egal, spiel jetzt mit der Waffe. Was jetzt kommt. Jetzt! Jetzt. So, hat schon nochmal Glück gehabt. Warum habe ich nicht so angefangen gerade, ey? Boah, so ein Scheiß. So, dann nehme ich mit. Ja, ich krieg mein Taui auf jeden Fall nicht mehr. Besser gesagt, 2000, glaube ich, haben wir verloren. Jo, wir sind fast wieder gestorben, ey. Jo, die Flasche haben wir bekommen. Ich glaube, Tessio ist oben, ne? Boah, ey. Deswegen ist die Mission jetzt viel länger jetzt, ne? Schade, ey. Wartet! Ihr sollt warten, verdammt! 100% ist hier jemand. Da kommt schon einer. Hier ist gar nichts mehr. Wartet. Ich reiß dir den Arsch auf!
Da ist was. Jawohl. Ich hab mein Geld wieder zurück, sogar mehr als das. Wer hat dich denn eingeladen? Ich muss mal richtig aufpassen, vielleicht sind hier noch mehr. Hey, wir sind Freunde. Drück ein Auge zu. Ich soll ein Auge zudrücken, du Penner. Du wolltest uns verraten. Hast du besser gesagt? Nicht schießen! Ich komm raus! Reden wir! Ich bin getroffen! So, du kriegst die gleiche Strafe. Hey, es war rein geschäftlich. Rein geschäftlich. Haben wir ja besser gesagt. Geil. So, rein geschäftlich, Mission gemeistert. Respekt plus 80.000, Geld 50.000. Und die Geldsäcke haben wir auch bekommen, den einen. So, wir können uns jetzt wieder verbessern. Eigentlich muss ich die ganze Zeit den Gesundheit verbessern. Aber egal, Leute. Desto schwerer und macht mehr Bock. So, Bonus Henker. Glückwunsch, neuer Bonus freigeschaltet. Ihr Gegner sind jetzt anfälliger gegen Exekution. Sie müssen ihnen also weniger Schaden zufügen, bevor sie ihnen den Rest geben. Geil. Das habe ich gebraucht, Leute. Also, wir können jetzt auch gegen diese Boxer kämpfen, ne? So. Braucht Michael keine Hilfe, um die Familie zusammenzuhalten? Ich meine, Monk und Tessio, die beiden hinterlassen große Lücken. Boah, ich hab gehört, Fredo Corleone soll aus Vegas herkommen. Ob er in der Hierarchie aufrückt? Aus dem Weg! Bitte! Fredo und Mo Green sind geschäftlich in der Stadt. Der redet immer noch weiter. Mo eröffnet in New York einen neuen Laden. Wir haben... Das kann nicht sein. Der Deal war, dass Mo Vegas bekommt und De Corleones New York. Das kann er unmöglich machen. So, wir haben keine Nebenaufgaben. Das ist gut, wir können jetzt weitermachen. Warum meldet sie sich nicht? Ja, die haben sowieso zwischengeredet, der hat gar nichts verstanden, ne? Boah, ey. Was für Vollidioten. So, was gibt's denn hier? Was haben wir nicht übernommen? Ah, da haben wir das nicht übernommen. Das mit dem Apartment, Leute. Das werde ich mir jetzt holen. Ah, den Apartment werde ich mir nicht holen. Habe ich ja auch gesagt, ich werde sparen. Weil wir brauchen ungefähr noch 300.000. Dann können wir das holen. So, kommt der uns hinterher? Ja, perfekt. Niemand erfährt was, Sally. Niemand. Es ist mir eine Ehre, Sir. Soll ich mit deinen Hinterbliebenen reden? Das ist ein exklusiver Club. Ich teste das mal. Ich reiß dich in Stücke! Das wirst du bereuen. Bastard, komm! Muss ich deutlicher werden? Ah. Tu es, Boss! Wirf das Schwein! Nee, ist immer noch nicht. Wirf ihn darüber, Boss! Lassen Sie mich los! Sofort! Egal, komm. Wenn ich hier fertig bin, brauchen Sie Jahre, um alles wieder zusammenzuflicken. Keine Schmerzen mehr. Ich zahle. Ja, ich will jetzt auch nicht sterben. Deswegen kommt die Pistole wieder. So, haben wir den Laden komplett übernommen oder sind ja noch viele Leute? Wir müssen schauen. Ich glaube, wir haben den komplett übernommen. Weil eigentlich sind die ja hier immer. Oh, hier ist ein Tresor. Perfekt. Dass ich hier hochgegangen bin. Aufgelaufen bin. Hochlaufen. So. Das werden sie mir ersetzen. Nee, ich werde nichts ersetzen. Kannst du selber holen. 100. So, ich schau mal trotzdem, wie teuer das ist, ne? Eigentlich 20.000, keine Ahnung. Ne, ich werde sparen. Ja, 25.000. Ne, wir sparen, Leute. Wir sparen, ist viel wichtiger. Weil da können wir auch mehr abgehen.
So. Da haben wir den Laden jetzt komplett fast. Ja, die Lagerhäuser muss ich noch holen. Dann haben wir den fast komplett. Da ist noch eine Mission, den kann ich dann machen. Und noch Zeit. Wenn du wieder mal ein Auto klaust. Hey, halte das Auto auf! Alter, fast überfahren. So, wo lang? Geradeaus, dann nach links. Außerdem haben wir ja hier ein Apartment, Leute. Ansonsten würde ich das ja holen. Ich habe das bei New Jersey so gemacht. Ich fahre jetzt diese Richtung. Das ist viel besser, glaube ich. Was ist eigentlich hier, ey? Irgendwas mit Zolotzos Laden, ne? Morgen sollte ich lieber pünktlich sein. Können Sie mir helfen? Jeder hat mal Pech im Leben. Können Sie mir aus der Klemme helfen? Ja, warum nicht? Hier, besorgen Sie sich ein Dach überm Kopf, ja? Danke, Mister. Ich vergesse nie einen Gefallen. Was passiert hier? Leute, da sind Leute drin. Alter. Also 100er ist gar nichts. Boah, ich dachte schon, das ist ein Gegner. Ich hab ihn! Jo, wir sind tot! Zählt auf deine Wut! Scheiße. Und keiner hat eine Flasche mehr. Ich hab ihn! Ah, wir sind 100% sind wir tot, Leute. Ah, da ist noch jemand. Nochmal ver... sind wir tot. Deswegen sammeln erstmal. Soll ich dir in den Arsch treten? Yo. Okay, Boss? Ja, ich brauche eine Flasche, Mann. Heilflasche. Was ist hier? Oh. Also, das hat sich jetzt gelohnt. Wenn wir sterben, egal. Dann haben wir noch Geld, ne? Und meine Pistole. Wir müssen wechseln. Ich nehme jetzt auch die Schrotflinte. Okay, wir bekommen neue Hauptmission. Haben wir das jetzt erledigt hier? Ich denke nicht. Jetzt fragt ihr euch, warum läuft es jetzt richtig langsam? Ja, ich muss aufpassen, Leute. Und ich schau mal richtig, ob hier Geldsäcke noch drin sind. So, hier ist bestimmt noch jemand. Bereit zu sterben? Ja. Ich bin bereit, egal. Dann sterben wir, egal. Noch ein Schuss, dann sind wir tot. Das Ding ist, wie kommen wir jetzt hier raus, ne? Vielleicht haben wir das dann geschafft, aber... Wie kommen wir hier raus? So, Bombe platzieren. Und raus hier. Oha, 8 Sekunden. Alter, schaffen wir dich. Hilfe. Ja, wie sollen wir das denn schaffen? Haben wir das denn... haben wir die Mission trotzdem geschafft? Ich weiß jetzt nicht. Egal, wir haben ja Geld bekommen, das ist das Ding. Dafür würde ich schon sterben in der Mission. Haben wir es geschafft? Freut mich, Sie zu sehen, Sir. Boah, ich muss nachschauen, ne? Scheiße.
Ja, keine Ahnung. Nicht drauf treten, tritt nicht da drauf. Brauch ein Auto. Ja, wow, hier gibt's auch keine Autos, ne? Nur da drüben. Komm, nehmen wir die hier jetzt. Ich muss sowieso gleich zum Apartment fahren, Leute, weil der Part geht jetzt. Sind Sie betrunken? Schon lange ein bisschen. Also, jetzt auch nicht so lange, aber egal. Haben wir das jetzt geschafft? Wenn nicht, mach ich das nochmal. Hast du das gesehen? Ja, ist zu. Ich warte hier, Boss. Pass auf, dass die Dinge nicht außer Kontrolle geraten. Wir kommen nicht da rein, ey. Schade. Was ist dieses Zeichen eigentlich? Es ist mir eine Ehre, Sir. Ja, verschlossen. Ja, egal. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Mission machen soll. Weil der nächste Mission wird sowieso lange dauern. Von daher, ja komm, wir fahren zurück. Muss wieder nachschauen. Ja, ich muss nach links und zum Apartment. Auf jeden Fall beim nächsten Mal werde ich ja, meine Frisur ändern und wird auch ein anderes Bart machen. Anderes Aussehen, besser gesagt, weil es sind jetzt 5 Jahre vergangen. Und wir sehen immer noch gleich aus. Geht ja nicht. Ja. Leute, das war's mit dem Part. Ja, ich gehe ans Telefon beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt, der Pate, die Don-Edition. Ciao, Leute.